Möchtest du einen Ring haben mit 6 Leben pro getöteten Gegner und 6 Erfahrungen pro getöteten Gegner? Nee, brauche ich nicht. Nee, lieber nicht. Ach, Zweihandscheiße. Aber auch 9 Erfahrungen pro getöteten Gegner. Unten Sockel frei. Ich bin nur leider kein Barbar. Ich hätte einen seltenen Bogen. Nö, lass mal. Ich Was ist das denn? hätte Kettenhemden. 51 Rüstung und 68 Rüstung. Haben aber leider keinen Erfahrungsbonus. Nö, denn nicht, danke. Ich habe schon wieder so ein hässliches Spiel und so einen Würfel gefunden. Ich nicht. Verkaufen. Ich bin jetzt rigoros und verkaufe alles. Mach ruhig. Soll keiner sagen, ich hänge. Also ich bin. Na, du weißt schon. Ich kann nichts wegwerfen, ich Verteidiger. bin kein Messi. Weg, nichts wie weg. Ach, schön. Kann man mit jemandem reden? Ich habe noch niemanden entdeckt. Das ist schwer. Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist schwer. Hui. Was heißt denn hier Hui? Ich habe mir jetzt Handschuhe gebastelt, also basteln lassen. Die sind besser als die, die ich bis gerade eben getragen habe. Die geben sogar 11 Erfahrungen pro getöteten Gegner. Ach so, reparieren. Elf Erfahrungen pro getöteten Gegner. Panzerhandschuhe, Stufe 21. Eine Hose würde ich gerne machen lassen. Eine tolle. Level 23 bin ich aber noch nicht. Ist ein bisschen blöd, man müsste genauer aussuchen können, was man da haben möchte.
Ja, das stimmt schon. Ui! Ich habe eben strenge Fesseln hier für den Unterarm machen lassen. Ist allerdings Stufe 27, aber plus 52 Geschicklichkeit, plus 49 Vitalität, plus 8% Magiefundbonus und plus 15 Erfahrung pro getöteten Gegner. Und oh, 50 Rüstung. Das ist echt gut. Das tue ich mal gleich in die Truhe, sonst verkaufe ich es wohl aus Versehen. Ich kenne mich. Welches Level sind wir denn eigentlich? 22. 22, ja. Pling! Nu ja, schön. Ich habe mir auch ein neues Kettenhemd machen lassen mit 69 Rüstung und plus 12 Erfahrung pro getöteten Gegner. Aha. Dein Echsenauge. Stufe 16. Aha. Und was ist ein tolles, was kannst du mit dem Echsenauge? Das sind wieder Materialien. Die man braucht, um andere Waffen und Rüstungen zu basteln. Aha. Sockeln, so Kopfschusswaffe, sonstige Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit. Oder Vitalität. Geschicklichkeit. Finde ich. Ist das wahrscheinlich das. Für Stufe 3. Sekunde noch. Ich will nur noch schnell das eine wieder. Das eine wieder verwerten, was jetzt übergeblieben ist. Verwerten. Ach scheiße, ich wollte die noch anbieten, das Kettenhemd. Na, nun ist zu spät. Was weg ist, ist eben weg. Ja. Und weg. Quasi. So wie die Gegner gleich. Jingle Bells Rock hat da eine ganz neue Bedeutung, würde ich sagen. Wenn du das sagst. Ja. Oha, wo geht's denn hier hin? Ich will erst mal gucken, wo es hier hingeht. Ich habe einen Keller gefunden. Bin ja so stolz auf mich. Sekunde, ich komme. Ich muss hier nur schnell noch 2-3 Gegner platt machen. Das kleine leuchtende Männchen ist cool. Der eine wollte wegrennen, während ich mich um den großen gekümmert habe, und das Männchen ist dem kleinen hinterher gerannt. Na gut. Ich komme zum schlammigen Keller. Wo ist er denn? Folge mir. Aha, ich sehe ihn. Blup.
Tada! Oh, eine Leuchterhexe. Eine was? Hier so ein Leuchtefübi. Aber hat schon entschärft. Das war langweilig hier. Hätte ja draußen bleiben können. Konnte ich ja vorher nicht ahnen. Nicht? Keine hellseherischen Kräfte? Nein. Dann halt nicht. So, Schlange auch noch gekillt. Oh, hier ist noch ein Leuchtekult. Meinst du? Sein Meister Belial verlangt nach unserem Blut, Meister. Na, immer gen Ärger. Achso, naja, das erklärt einige. Das ist verschlossen. Oh, das ist verschlossen, sagt er. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass wir das ganze Gebiet befrieden. Ja, ist das nicht immer so? Ich find's gut. Ich hab ja noch so ein paar Fliegeviecher gefunden, aber die greifen mich nicht an. Ja, das dauert eine Weile, die trauen sich irgendwann. Ah, okay. Mir folgen auch so welche. Oh! Jetzt bekämpfen sie mich übrigens gerade. Ja, ich hab ihnen geholfen. Haha, hätte ich was gesagt. Oh, hier ist noch eins. Überwältigt den Feind und ergreift seine Gefährten. Unter ihnen ist eine Hexe und ein Mädchen. Bringt sie zu mir zusammen mit dem schwarzen Seelenstein. Sie suchen dort nach dem Kopf von Sultan Kull. Durchkämmt die Oase danach. Der Schädel enthält noch uralte Magie. Und ich muss ihn haben. Durchkämmt die Oase. Das sind sie immer. Die wollen immer alles haben. Ja, durchkämmt die Oase. Hat er gesagt. Hier gibt's nichts, Sir. Nicht mal Scheiße, Sir. So, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte lunzen. Also meine ist fast vollständig, Bei kleine Flecken, dann habe ich alles abgegrast. Der stand mir im Weg. Also du kannst definitiv nicht zum ADAC gehen. Wieso? Wieso? Jetzt frag noch. Die Leute haben keine Probleme mehr mit den Autos, wenn ich mit denen fertig bin. Das stimmt, aber die Leute haben danach auch keine Autos mehr. Das ist eine ganz andere Sache. So, ich habe jetzt alles abgegrast. Gucke nochmal. Kleine Stelle noch. Immer diese scheiß Sprengpflanzen hier. Ja. Die haben mir stellenweise schon mehr Lebensenergie gekostet als die Gegner. Echt? Ich wüsste nicht, dass die mich getroffen hätten.